So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Wonders. Wir sind immer noch mitten in Welt 3 und haben jetzt einige Tests schon abgeschlossen. Also wir werden wahrscheinlich heute das Schloss erreichen, schätze ich mal. Und jetzt dürfen wir uns erstmal wieder was Fumpiges anhören. Du hast über diese Plattformen bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Fump. Alles klar. Also er labert nach jedem Part, nach jedem Level mit uns. Ist okay. So, zweimal Verschnaufpause. Ich bin echt gespannt, wann die mal anspruchsvoll werden. Aber es sind ja Verschnaufspausen. Also vermutlich werden die nie anspruchsvoll. Hier will ich einfach nur die immer wieder neu auslösen, dass ich nach oben komme. Jo. Aber das ist ja tatsächlich mal so ein bisschen. Also, es ist nicht stressig, aber verglichen mit anderen Verschnaufspausen war es tatsächlich ein kleines Levelchen. Schön. Eine der bisher cooleren Verschnaufspausen. Also die fand ich gut. Zeitschalter Sprint. Das Gleiche. Oh, habe ich gerade gesagt, das fand ich cool. Dann hat sich das Spiel gedacht, okay, geben wir dir nochmal. Finde ich aber gut. Oh, guck mal, hier könnte man sogar sterben. Kann ich hier in der Verschnaufpause tatsächlich jetzt mal sterben? Das wäre ja mal was. Mich würde interessieren, ob man das in einem Durchgang schafft, ohne nochmal. Nee, schafft man nicht. Ohne nochmal so ein Teil auszulösen. Nee, kriegt man nicht hin. Das ist zu viel. So als extra Challenge. Aber nee, geht nicht. Gut. Dann Piranha Level. Abschlusstest. Nicht trödeln. 3 Sterne. Kommt danach dann schon das Schloss? Wahrscheinlich. Und nun zur letzten Prüfung. Erreichst du das versteckte wahre Ziel, so gilt sie als bestanden. Doch gib Acht, bei dieser Prüfung ist Vorsicht oberstes Gebot. Fump. Heißt das, es gibt den Secret Exit? Halt, ich will den Kollegen auslösen. Das wollte ich nicht. Oh, ich weiß jetzt schon, wo das versteckte. Ja, moin. Okay, dann sammeln wir erstmal den Tod. Gut, ja, wenn ich jetzt eh schon gestorben bin, dann kann ich auch gleich das versteckte Ziel mir holen. Ich schätze zumindest, ich habe eine Idee, wo was sein könnte. Jetzt habe ich den schon wieder verpasst. Ich mache immer den gleichen Quark. Ah, das war nur Bonus. Ich hätte gedacht, dass da oben was ist. Ja, guck mal. So kann man sich irren. No! No, 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 no! Das ist frech. Weil man es jetzt gesehen hat, kommt man nicht mehr zurück. Und das ist frech. Nee, dann geh ich sterben. Den Samen nehmen wir natürlich sofort mit. Aber das ist cool. Das ist wieder eine coole alternative Level-Idee. Ja? Sowas. Ich mag es halt, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat in einem Spiel. So, wo musste ich jetzt hoch? Hier. Let's go. Werden wir wieder der coole... Ja, perfekt. Wir werden wieder der... Oh mein Gott. Das ist jetzt wie Achterbahn fahren. Da unten ist aber... Warte mal, da unten ist das Ding. Ich will das haben. Wie komme ich da ran? Hä, wie komme ich da rein?
Muss ich da außen rum vielleicht gehen? Ah, oder da komme ich von einer ganz anderen. Also da komme ich rein, wenn ich nicht den Dings mache vielleicht. Oder ich weiß es nicht. Ah, ich hätte das... Ja, wahrscheinlich ist das ein Alternativweg, der jetzt nur mit Dings zusammenhängt. Okay, da oben ist nichts. Hätte ja sein können. Ja, ich glaube, das ist ein Alternativweg, um der für den Samen ist. Go, 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 go! Go, 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 go! Hui! Voll lustig. Ja, perfekte Landung. Aber jetzt haben wir natürlich alle lila Münzen verpasst. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Och nee. Und jetzt wäre da oben safe der Secret Exit gewesen. Ach, verflucht. Ach, verflucht, da oben wäre safe der Secret Exit gewesen. Und ich bin runtergefallen. Ja, hier ist kein Ziel. Das habe ich schon verstanden. Okay. Da müssen wir in das Level jetzt noch zweimal wahrscheinlich sogar rein. Ja, erzähl mir jetzt nicht, dass ich das nicht... Ja, weiß ich. Geh weg, Fump. Weiß ich selber, was ich falsch gemacht habe. Dann machen wir jetzt erst den Weg, um die ganzen lila Münzen zu holen. Ja, hier ist jetzt nämlich die Münze. Interessant wäre es jetzt nur, ob man trotz, also auch ohne die Fähigkeit, trotzdem zu dem oberen Ziel kommen kann. Das wäre jetzt halt interessant zu wissen. Scheiße. Ja, so nicht. So nicht. Da ist auf jeden Fall die dritte, sehr gut. So, wie gesagt, die Frage ist jetzt, kommt man hier irgendwie höher? Nee, da kommt man nur... Nee, da... Oh, warte mal. Ah, oh, nein. Ah, oh, schade. Ja, okay. Ja, ich komme nur... Ja, nun... Ja, ja. Okay, ich komme nur zum normalen Ziel. Also muss ich nochmal über den Samen zum Spezialziel hochgehen und dann am besten nicht runterfallen. Das wäre sehr, sehr gut. Wenn der Fump jetzt nochmal mit mir redet, dann fump ich dem ein. Ist nicht dein Ernst! Alter, ich weiß es doch! Fump. Junge. So, also Samen wiederholen. Und dann passt die Geschichte. Ja, wer braucht schon Pilze? Was ich brauche, ist der Samen. Pilze interessieren mich nicht. Ich darf nur den Samen nicht verpassen. Sehr gut. Okay, fahren wir wieder Achterbahn. Ey, das ist schon cool. Das ist schon super cool gemacht. Also das feiere ich übertrieben. Ich glaube, man merkt's. Also das ist echt übertrieben cool. Allein wie sich die Welt und alles auf, ey, es ist das ist sau cool. Go 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 go. Go 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 go. Hui. Also alleine dieser Sprung hier, das ist so
Es ist nichts, ne? Es ist super einfach. Aber es ist einfach cool gemacht. So, jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Bruder. Okay, wir haben ja zum Glück schon die goldene Fahne. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es mich wieder runterjietet, ey. Sehr schön. Du hast alle Wundersamen an den Guldenfällen gefunden? Hey, gibt's gar kein Schloss? Jetzt habe ich wieder 999. Jetzt kann ich wieder zum Laden gehen. Ich mag es nicht, wenn ich Geld sammel und das Geld bringt mir nichts. Das mag ich gar nicht. Deswegen geben wir Geld aus. Das Einzige, was ich kaufen kann, sind halt Aufsteller. Zwei von zwei. Zwei gegen drei. Zwei gegen vier. Drei gegen vier. Vier gegen vier. Fünf gegen vier. Fünf gegen fünf. Sechs gegen fünf. Sieben gegen fünf. Sieben gegen sechs. Acht gegen sechs. Acht gegen sieben. 9 gegen 8. 9 gegen 9. Ja, 50-50. 50-50. Ist eine okay Quote. So, wieder nach oben. Hey, Königssaal, es gibt kein Schloss in der Welt, was? Das glaube ich nicht. Da kommt noch ein Plot-Twist. Da kommt noch ein Plot-Twist, das glaube ich nicht. Du hast dich den Prüfungen der Güldenfälle gestellt, ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden, ich erkläre deine Prüfungen hiermit für beendet. Geschafft, und das bedeutet? Der Königssaal soll dir gehören, es gibt nichts, das dich noch lernen könnte, Prinz Florian. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt, hahaha. Echt jetzt? Kein Bosskampf? Das glaube ich nicht. Okay, ich glaub's. Ja gut, dann halt kein Bosskampf. Fump. Und auch kein Fump mehr zum Schluss. Und so meistert Mayo und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Ihre Reise durch das Blumenkönig steht doch noch längst nicht vorbei. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen, werden sie auch die restlichen Königssamen finden? Ja, selbstverständlich. Ich glaube an dich. Fump. Ja, okay, Moment aber jetzt mal. Gibt es aus Welt 3... Nein, hallo, stopp, ich will noch gar... Okay. Dann halt erstmal die Sequenz, dass jetzt eine weitere Piranha-Pflanze verschwindet. Ist in Ordnung. Bowser lässt sie einfach geschehen. Hui! Halbzeit. Hey, ihr Nervensägen, hört damit auf, meine armen Wärmsten Piranha-Wolken anzugreifen. Jetzt bin ich mächtig sauer, aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Ja, dann mach doch mal was. Oh. Oh, ich hab nichts gesagt. Er macht was. Was macht er denn jetzt? Hey, meine Vorbereitung für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir verderben zu wollen, und freut euch einfach drauf? Uah.
Das klingt ziemlich übel. Was plant er nur? Wir müssen weiter Königssamen sammeln. Je eher wir alle haben, umso schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königssamen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein und ein weiterer in der Fungimine. Und einer in den Magmatiefen. Wenn du diese Gebiete noch einmal gesagt hast, ja. Ach, jetzt darf ich's entscheiden, was Welt 4, Welt 5 und Welt 6 ist? Okay. Ich darf jetzt selber entscheiden. Aha. Gut, aber ich meine, die Reihenfolge machen wir halt einfach, wie es jetzt hier kommt. Warum sollte man eine andere Reihenfolge machen? So, ich will aber jetzt erstmal nachgucken, ob wir jetzt eigentlich alles gemacht haben. Ne? Weil, was mich gerade gewundert hat, ist halt, dass wir keinen Secret Exit bei den Güldenfällen bekommen haben. Keinen Dings meine ich, keinen. Hey, und guck mal, oben ist auch nicht abgehakt, die Güldenfälle. Hier. Röhrenfelsenwiese ist abgehakt. Komplett. Wölkchengebirge ist auch nicht abgehakt. Hier gibt's ein Secret. Ich hab hier eine Hä? Wieso ist da die zweite. Wieso fehlt da die zweite Münze? Was ist das denn für ein Scam? Hä, wieso fehlt hier die zweite Münze? Wo habe ich die denn liegen? Ja, moin. Wo habe ich die denn liegen lassen? Ich bin brutal verwirrt. LOL, ich habe die nie gesammelt. Ich habe mir so gedacht, irgendwie wirkt das verdächtig an der Stelle. Ich habe die nie gesammelt. Also ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich das wahrgenommen habe. Ich weiß nur noch, dass der Königssamen hier war, dass man selber zu dieser roten Wolke geworden ist. Das war witzig. Oh, ja, okay. Aber ansonsten. Ja, war das dann das Level. Ich habe die nie gesammelt. Ich habe die einfach übersehen und nicht gemerkt, dass ich die nicht gesammelt habe. Und ihr habt auch wieder nichts geschrieben. So. Okay. Ja, let's go. Ist immer noch nicht abgehakt. Was habe ich jetzt noch übersehen? Willst du mit... Was ist denn mit mir? Ich habe in dem Level habe ich jetzt auch die letzte Münze übersehen. Alter, was ist denn mit mir? Hä? Ich zweifle an meinem Verstand. Die dritte Münze. Wo soll die denn sein, wenn ich die... Ach, komm. Ach, gerade in einem Scrolling-Level was übersehen ist so... Oh, nee. Oh, gerade mit dem Scrolling. Ich bin ja gar kein Fan von. Oh. Jetzt kann ich halt den ganzen Anfang wieder neu spielen. Oh, komm. So, hier war die zweite dann, ne? Da oben.
Genau, da war die zweite. Brauchen wir also gar nicht erst holen. Wo habe ich denn die dritte übersehen? Was ist denn mit... Okay, hi. Was ist denn mit mir falsch? Also, zwei Sachen. Erstens, warum habe ich die dritte übersehen? Zweitens, warum ist es mir überhaupt nicht aufgefallen? Das ist doch dumm. Ich sammle das jetzt mal bewusst nicht, weil vielleicht liegt es daran, dass ich es übersehen habe. Dass man die nur bekommt, wenn man nicht den Samen mitnimmt vielleicht oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt Angst, die auszulösen, wenn ich die jetzt verpasst haben sollte noch. Aber, ja, komm. Wird schon nicht passiert sein. Weil ich dann halt wieder nicht zurück kann, ne? Oh! Ich hab's verstanden. Okay, ich muss mich umbringen. Nee, ich kann mich nicht umbringen. Ich hoffe, es gibt keinen Checkpoint, wenn ich hier reingehe. Nee, gibt keinen Checkpoint, okay. So, zerquetsch mich bitte kurz. Quetsch mich bitte richtig. Oh, no. Bei den Blöcken war es doch auch ein Instant Death. Warum denn jetzt hier nicht? Okay, also ich habe verstanden, was ich tun muss. Ich muss die zurückschieben. Dann fällt die nämlich da runter. Und dann kann ich in die Röhre. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber dann ist mir halt auch einfach... Ja, wow, ich nehme sie einfach mit. Und dann ist mir aber auch einfach nicht aufgefallen, dass mir eine Münze fehlt. Das ärgert mich mehr, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber ist in Ordnung. Nur in dem Scrolling-Level dauert es halt am längsten, es nachzuholen. Das ist so unnötig einfach. So komplett unnötig. Ah. Ich frage mich immer noch, warum baut man eine Vorrichtung, die mit einem Knopfdruck zerstört werden kann? Das ist dumm. So, haben wir jetzt diese Welt. Jetzt hat die Welt einen Haken, siehst du? So will ich das haben. Und Welt 3 hat keinen Haken. Was habe ich jetzt in Welt 3 wieder übersehen? Ja, aber hallo? Guckt euch das mal an. Aber in Welt 3 hat jedes Level einen Haken. Warum hat Welt 3 keinen Haken? Seht ihr das? Ja, die Königssamen-Villa hat keinen Haken, aber da kann doch nicht noch was sein. Also, können so Zwischenlevel, können die auch einen Haken bekommen? Warte mal. Hier
Hier, guck mal, das hat einen Haken. Aber hatten wir schon mal sowas, wo man nur den Königssamen bekommen hat? Guck mal, selbst das Abzeichenhaus der Röhrenfelsenwiese hat einen Haken bekommen. Warum hat das Ding hier keinen Haken? Oh yeah. Du bist zurück, das hätte ich nicht erwartet. Wünschst du dich, noch schwierigeren Prüfungen zu stellen? Ja, so soll es sein. Ich werde einen geheimen Pfad am Wasserfall... Man muss einfach nochmal rein in das Level. Fump. Okay, das kriegt man nur raus, wenn man feststellt, dass der Haken nicht da ist. Witzig. Und jetzt... Da ist mein Teleport in die Spezialwelt. Es ist unglaublich. Und jetzt hat die Welt einen Haken. Siehst du? Haken sind wichtig. Sehr gut. Dann machen wir jetzt noch das Level von der Spezialwelt und dann hören wir auf. Selbst die Verwirrung war kurz verwirrt. Okay. Vorsicht, Steinschlag. Let's go. Ja, hallo. Wait, das ist 1-1. Das ist 1-1. Das ist einfach 1-1 mit fallenden Steinen. Ah, ist nicht 1-1. Okay, da war mein. Es fing aber wie 1-1 an. Es hat viele Elemente aus Mario Bros. Okay, jetzt gar nicht mehr. Cool. Ich sterbe in der Sequenz. Super. Ah, okay, jetzt bin ich wieder so drauf. Müssen das erst kaputt machen. Kann ich da runterfallen? Nein, ich kann einfach nur nicht da entlang laufen. Okay, das ist safe für eine Münze. Ja, da kommt sie. Sehr gut. Nummer 1. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Auch dringend ein Power-Up. Oh, no. Das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt müssten ja die lila Münzen als gespeichert gelten, ne? Ja. Oh, no. Ich möchte, dass das bitte nicht kommentiert wird. Ich überlege gerade, oh, no. Ob ich dumm bin. Nee, dass dieses Abzeichen hier sinnvoll wäre. Weil springen kann ich sowieso nicht in der Situation mit dem Abzeichen. Und so kann ich mir dann immer gleich hier die Feuerblume holen. Und zumindest habe ich dann einen Treffer mehr. Weil scheinbar kriege ich ja kein Abzeichen, also kein Power-Up mehr. Und ich kann hier gerade, also hier kann ich sowieso nichts einsetzen. Bruder, das war super knapp. So, die muss ich jetzt nicht nochmal holen. Das ist sehr gut. Alter. Alter, ist aber auch schon ziemliches RNG, wo die landen, ne? So, jetzt gehen wir hier. Ah, guck mal, da unten muss ich auslösen. Ist das nur für ein Pil? Okay, so viel zu. Ich krieg kein Power-Up. Ich hätte eins. Aua. Ich hätte sogar eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, da ist die letzte Münze. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch zum Ziel kommen. Okay, jetzt kriege ich nochmal voll auf die Schnauze. Ja, toll. Okay, geschafft.
Ich dachte, ich krieg nochmal voll auf die Schnauze, aber war alles gut. Bruder! Sehr schön. Nice. Spezialwelt Level 3 geschafft. Aber war wieder eine interessante Geschichte. So. Sehr schön. Gut. Jetzt könnten wir sogar wieder hier ein bisschen Geld ausgeben, aber nee, passt schon. Oh lol, wir können schon. Wir haben genug Samen, um das hier in der Mitte aufzumachen. Ja, let's go. Halbfinaltest Piranha Reprise. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir uns erstmal. Das fühlt sich so ein bisschen an, dass man das machen sollte, wenn man... Ich meine, klar, ich habe jetzt 6 Stück. Aber ich würde es erst machen wollen, wenn wir den Rest der Spezialwelt hier auch offen haben. Ne? Wenn hier jeder Weg in die Mitte führt. Ich denke, das ist okay. Wir lassen das mal noch offen. Ich weiß ja, dass es da ist. Das Level übersehe ich auch nicht. Gut, dann geht's nächstes Mal weiter. Bei den Blüteninseln. Und also wie gesagt, wir machen die Reihenfolge einfach so, wie die Level kommen. So, ne? Warum sollte ich da jetzt noch groß rummachen? Höhle der Juwelenblöcke ist dann das nächste Level. Und dann geht's demnächst in... Hallo? Nein? Also doch. Dann geht's demnächst in... Ja, man sieht's ja auch, W6 Magmatiefen, also das ist schon... Ja, ich meine, guckt's euch an, W4 Wolkenlos, W5 Funkimine. Warum sollte man die Reihenfolge jetzt abändern? Natürlich gehen wir so vor, wie es hier gedacht ist. Na? Gar keine Frage. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.